Aloha zu Pixelhelden-Talk Nummer 3. Wir sind auf den Hund gekommen und präsentieren euch zum Ende dieses Jahres das von euch gewünschte Thema DLC. Heldentalk Nummer 3. Wir präsentieren euch eure 5 Lieblingshelden aus dem Internet. Und dabei sind der Martin, der Fabian, der Mathieu, der Arnold und ich, Simon. Ja, wir sind 5. Wir waren schon immer 5. Und wenn nicht alle 5 hier in diesem Video sind, dann liegt das vielleicht mal daran, dass nicht alle 5 da sind. Aber 4 waren wir nie. Grüße an, ich weiß nicht, wie er heißt. Ist auch egal, wir fangen direkt an. Hä, um was ging's gerade eigentlich? Ich blick's gerade. Es ging darum, kurz zur Erklärung. Wir hatten beim letzten Talk waren wir nur zu viert und dann hieß es, ihr vier, euer Quartett ist voll cool oder irgendwie so auf die Super Art. Kanal, die aber vier. Wir sind ja eigentlich hier 5 Leute auf dem Kanal. Das sieht man auch im Logo übrigens. Aber jetzt sind wir endlich mal zum ersten Mal alle vor der Kamera, alle gleichzeitig. Aber ihr könnt natürlich entscheiden, ob wir den Fabi rauswerfen sollen. Ja. Ja, davon geht's doch in dem Talk hier. Wenn mehr Daumen nach oben sind, dann schmeißt man raus. Das kriegen wir hin. Immerhin. Ja, da steigen wir direkt ins Thema ein. Zeit ist knapp. Und wie ihr es schon in der Einleitung gehört habt, wollen wir über DLCs reden. Bevor wir aber näher darauf eingehen, möchte Arnold euch kurz erklären, was denn genau DLCs sind. Ja, DLC. DLCs, das sind Downloadable Content. Die habe ich mir jetzt hier vorne auch abgerufen, damit ich es ablesen kann. Bei Wikipedia. Du Pfeife. Da kann sich immer 3 Worte hier halten. Eigentlich ganz simpel gesagt, DLCs sind einfach nur Inhalte, die man sich runterladen kann für ein Spiel. Wie es jeder eigentlich. Habe ich das gut erklärt? Reicht das so? Boah, es ist die ausführlichste Erklärung, die ich jemals gehört habe. Vielleicht solltest du noch sagen, dass es als Unterschied zum Update, dass es eben ein freiwilliger Bonus ist, also vielleicht auch mal mit zwingendem Download-Content, den man braucht, um die Story zu verstehen oder zu Ende spielen zu können. Eine Erweiterung. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ja, damit, war okay, jetzt, oder? Damit war gut. Ihr jetzt voll im Bilde seid, was ein DLC ist, wollen wir... Jeder hat schon mal gehört. Ja, im nächsten Schritt, bevor wir dann auf die kontroverse Ebene der DLCs kommen, mal euch sagen, wie es früher war, also zu diesen guten alten Zeiten, als das Internet noch jung war und wir noch jünger. Da gab es nämlich solche Dinge wie Add-ons oder auf Deutsch Erweiterungspakete. Und Mathieu, willst du mal an die glorreichen Zeiten der Add-ons anknüpfen? Ja, natürlich. Ich als alter Hase, mach das mal. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da draußen, wie alt ihr seid. Und also es ist ja unterschiedlich. Also früher war es, früher ist immer so, klingt immer lang. Ja. Aber sagen wir schon vor einiger Zeit war es halt so, da gab es DLC noch nicht. Die Politik ist ja erst später aufgekommen. Und davor war es ja tatsächlich so, da gab es halt das Hauptspiel. Und da gibt es halt bei manchen Spielen, also wo ich mich jetzt persönlich ganz groß erinnere, weil zum Beispiel bei der Gothic-Reihe, Gothic 2, auf einmal hieß es wird ein Add-on, eine Erweiterung zu Gothic 2 kommen, die hieß damals Gothic 2, die Nacht des Raben. Das hat man dann nicht für einen Vollpreis gezahlt, sondern hat man dann so ungefähr, ich glaube, ein normales Spiel lag da so zwischen 40, 50 Euro. D-Mark gab es ja damals auch noch, aber jetzt bleiben wir mal bei Euro. Und das Add-on war dann ungefähr so bei 20, 30, also so ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Wenn es teuer war, war es 30. Und das hat dann eigentlich wirklich nochmal, sagen wir so, also jetzt gerade bei Gothic kann man sagen, da war nochmal so ein Drittel, ein Viertel Story mehr. Also es war schon ein ordentlicher Brocken, was man dafür bekommen hat für so ein Add-on. Und es war eigentlich allgemein so, wenn es Add-ons gab, was immer deutlich nochmal was Großes dabei, zum Beispiel Command & Conquer 3, Tiberium Wars, weiß ich, da gab es ja dann auch ein Add-on. Das war dann Kanes Rache, das war dann nochmal eine komplett neue Karriere dazu und neue Truppen gab's und so weiter. Also diese Add-ons, die waren immer eigentlich ein schöner, großer Brocken. Also ich erinnere mich sehr positiv, muss ich sagen, an die Zeit zurück auf jeden Fall, wo es wirklich hieß, jetzt kommt ein Add-on, da wusste man, da kriegt man echt nochmal was Großes geliefert für 20, 30 Euro meistens im Schnitt. Ja, man muss natürlich auch sagen, damals, die großen Zeiten des Add-ons waren natürlich auch da, wo es zwar Internet gab, aber halt nicht in der Download-Geschwindigkeit wie heute. Nee, also es gab's dann extra im Handel. Wie ein Spiel konnte man das dann kaufen auf einer CD, DVD und hat es einfach dazu installiert. Gespielt hat man dann tatsächlich auch, wenn man das Add-on dann hatte, musste man tatsächlich mit der Add-on DVD oder CD spielen, sonst funktioniert das nicht.
Das ist auch nochmal ganz wichtig. Da war man dann immer. Also, da konnte man nicht im Freund mal schnell hier, nimm auch mal das Erdbeeren. Ja, ja. Kann ich ja mit dem Hauptspiel weiterspielen. Das lief dabei anders. Immer einer hat sich dann das Hauptspiel gekauft und der Rest hat auch das Add-on gewartet und dann habe ich von dem anderen das Hauptspiel immer ausgeliehen und genau. das Add-on dann. Auch gutes Beispiel, auch Warcraft zum Beispiel. Warcraft 3 war das ja auch so. Warcraft 3, Dry. Ja, da war es ja auch so, dass dann später eben, jetzt lass mich lügen. Lügner. Ja, auf jeden Fall halt es mit dem gefrorenen Drohnen. Ich kann den englischen Wort jetzt nicht, aber krieg's nicht mehr auf die Frozen Throne. Okay. Wie hieß es sogar so? Ich weiß nicht. Also der Originalspiel ist ja Reign of Chaos oder sowas, ne? Und Add-on. Ja, auf jeden Fall, das war auch ein Add-on. Aber jetzt, glaube ich, haben wir genug dazu. Ja. Habt ihr beide noch irgendwie ein Lieblings-Add-on, an das ihr euch gerne erinnert? Also ganz kurz, vielleicht meins war von The Elder Scrolls 3, Morrowind, gab es ja zwei Tribunal, Blood Moon, und mit Blood Moon wurde man zum ersten Mal, glaube ich, zum Werwolf und sowas alles und waren auch richtig umfangreich, also es ist eine zwei richtig große. Ja, gut, Morrowind an sich war schon, ja, da war das Add-on so groß, wie manche Spiele heutzutage insgesamt sind, ja, und war Morrowind an sich schon dreimal so groß war wie alles andere. Aber das war wieder auf CD. Ja, das hat man wieder der Unterschied zu den Internet war da wirklich noch zum Surfen und mehr nicht eigentlich. Ne? Also ich kann mich noch negativ an Add-on erinnern. Jetzt nicht wegen der Story oder wegen dem Content, sondern das war damals, jetzt muss ich überlegen, das war Command & Conquer Tiberian Sun. Ist aber schon eine Weile, als das rauskam, da kam parallel, glaube ich, noch gleich ein Add-on dazu, hieß Feuersturm. Und ja, da war ich noch nicht so fortgeschritten, was Videospiel anging. Und da habe ich mir das Feuersturm gekauft, weil es günstiger war. Ja, schon. Ich glaube, ich weiß schon, worauf es rausläuft. Und ich war so heiß darauf, ich wollte spielen und ging nicht. Scheiße, ne? Dann musste ich mir nochmal für, ich glaube, 80 Mark musste ich mir das Hauptspiel noch dazu kaufen. Oh nein. Und dann, aber es hat sich rentiert, also es war richtig cool. Ja, da fällt mir gerade auch ein, wie jetzt auch sowas passiert, aber mit Black and White 2. Da habe ich mir für Black and White 2 habe ich mal das Add-on gekauft, Insel der Kreaturen, keine Ahnung, wie das auch hieß, das habe ich mir gekauft, weil es einfach günstiger war. Und ich habe es nicht gelesen auf der Verpackung, benötigt das Hauptspiel, also Teil 2, ich habe gekauft und dann reingelegt, installiert, günstig. Geil. Da kann man ja auch wieder aufgreifen, dass genau das jetzt eigentlich mit den DLCs nicht mehr passieren kann. Nee. Weil um wieder aufs Hauptthema zurückzukommen. Aber es war einfach ein ganz anderes Feeling, wenn man sich darauf gefreut hat, extra wieder was Neues zu kaufen, man hat ein ganz neues Spiel in der Hand gehabt eigentlich. Da genießt man sagt, hey, machen wir weiter. Der Hand gehabt, ja, richtig. Und bei den DLCs ist es so, man klickt einmal und dann hat man das DLC runtergeladen und war es das auch schon. Also nicht so das gleiche Feeling. Wie da versteckt sich jemand von der Kamera. Da ist jemand Kamera schon. Ja. Also was ich zu Add-ons sagen kann, ich habe, glaube ich, oder ich bin der Einzige, der gar keine Erfahrung Einzige. Hat. Der Einzige. Entschuldigung. Danke, keine Steigerung. Okay. Grammatikkontrolle. Ich bin, glaube ich, der Einzige. Kann man die Polizei heißen? Und schon wieder. Ja, schon wieder. Ich höre euch nicht zu. Ich bin, glaube ich, der Einzige von euch, der noch kein Add-on wirklich gekauft hat oder mal gespielt hat. Also ich habe das wirklich nur durch die DLC-Politik bis jetzt miterlebt. Was? Ja, ich hab. Okay, du bist raus, weiter geht's. Gut, ich schon die ganze Zeit eigentlich. Gut, dann spielen wir als nächstes. Was haben wir gekauft? Wollen wir erst, bevor wir das vielleicht nicht, aber du hattest auch eins. Wir haben immer Heroes. Der Redenführer möchte weiter. Ach, lass sie, wenn die Diskussion so am Laufen ist. Aber dazu gab es ein Add-on, das hast du doch gehabt. Ja, das haben wir aber komplett gekauft in einem. Ja, und jetzt trotzdem. Ach so. Okay. Ja gut, dann ist es für mich aber kein direktes Add-on. Ja, gut. Dann ist es für mich ein Add-on. Gesamtpaket. Aber egal. Die Gold Edition. Machen wir weiter. Nachdem ihr jetzt ungefähr wisst, wie der Umfang dieser Erweiterungspakete war, wollen wir jetzt auch direkt auf DLCs selbst eingehen und das Preis-Leistungs-Verhältnis untersuchen. Martin. Was allgemein, was Preis-Leistungs-Verhältnis DLCs, was erwartet einen? Meiner Meinung nach sind sie in der Regel nicht gerade günstig. Also normalerweise 15 Euro, 10 bis 15 Euro. Es kommt drauf an, was ist. Ist es jetzt ein großes Story-DLC oder sonst was, dann sind sie natürlich teurer. Also ich kann mich noch an Oblivion erinnern, da kam ja Shivering Islands, glaube ich. Das war aber ein Erweiterungspaket. Und The Knights of the Nine. Nee, ja, das war aber DLC. Aber das waren so die ersten DLCs. Ich hab's mir gekauft, als es erst, als es die Game of the Year Edition gab, also alles schon zusammen. Mhm. Aber es gab anfangs eben diese beiden DLCs. Die waren, glaube ich, nicht ganz günstig. Da hat, glaube ich, Shivering Islands hat ungefähr 20 Euro gekostet.
Und Knights of the Nine müsste jetzt lügen, ich glaube auch 10 oder so. 10 hat es, glaube ich, gekostet, ja. Aber man hat ein bisschen was dafür gekriegt auf jeden Fall. Es war jetzt nicht wie das Hauptspiel natürlich so umfangreich, aber es war wieder eine nette Erweiterung. Aber in der Regel sind die schon ziemlich teuer. Was mich daran halt stört, sage ich mal, ich vergleiche es jetzt mal mit Forza oder Ähnlichem. Da gibt es immer diese Car Packs als DLC. Und die Rennspiele, die man früher gespielt hat, da hat man einfach das Spiel schon gekriegt, wo alle Autos drin waren. Mhm. Und jetzt werden die Spiele einfach released mit Absicht, mit weniger Autos, damit sie DLCs dazu rausbringen können. Und die werden ziemlich teuer verhökert, gerade was jetzt Forza Horizon anging. Der 1er war ja ziemlich in der Kritik, deswegen beim 2er ist es jetzt auch nicht besser, aber da gibt es halt eben den Season Pass, wo es dann ein bisschen günstiger ist, aber ja, es ist schon ein bisschen eine Mogelpackung, würde ich jetzt mal sagen. Gut, muss man vielleicht dann auch, ist es dann so, weil viele Spiele halt auch illegal runtergeladen werden etc. und dadurch halt, dass sie da durch die DLCs, die vielleicht eher an sich binden, dass sie kleineren Content machen, damit die Leute da dann das halt runterladen müssen. Ich weiß nicht, geht es, wenn man über kurz oder lang gibt's die DLCs auch. Ja, natürlich bald gibt's dann nur noch DLC-Spiele, wo man sich dann die Level pro Level wahrscheinlich kauft. Ja, ich weiß es nicht, aber ich denke mal auch, dass wenn die Hacker irgendwelche Kopierschütze gehen können, dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwelche Download-Dinger irgendwie dazu packen die können. Also, die kriegt man ich glaube, das ist, glaube ich, kein das ist schon mal kein Problem, ja. Aber ich denke mal auch, wenn ich jetzt mal das einfach aufgreifen darf, was der Martin gesagt hat, also hat er viele Punkte angesprochen, eben große DLCs, kleine DLCs, dann eben auch Season Pass oder sowas, ja. Gibt es ja auch immer mehr. Muss auch dazu sagen, oder halt eben diese DLCs, die, wo man sagen muss, was ja auch bei Forza ist, die mit Release rauskommen. Also das finde ich eigentlich ist der größere Ding. Also man kann ja den Entwicklern schon sagen, okay, das wird ja zum Beispiel bei Forza, nehmen wir wieder Forza als Beispiel, Forza wird nachgesagt, die Autos haben sie schon alle und sie hauen sie einfach nur später raus, damit sie nochmal ein bisschen Geld machen können. Ob das jetzt so ist, weiß man nicht. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist ja, dass sie zum Release schon mal so ein Car-Pack, also so mehrere Autos, die man dazu holen kann, rausbringen. Das heißt, die hätten sie rein theoretisch ja schon zum Hauptspiel reinmachen können. Die gab's ja schon. Und das ist aber der Trend, finde ich, jetzt geworden. Nicht nur bei Forza, bei allen Spielen, wo mit DLCs handhaben, dass zum Release schon die ersten DLCs gibt, nur um den Leuten noch mal ein bisschen mehr Geld aus der Tasche zu locken. Und ich habe immer so das Gefühl, also ich persönlich muss sagen, wenn ich jetzt ein Spiel spiele oder ein Spiel kaufe und es heißt, ja, zum Release, also es gibt eine Vorbesteller-Edition, da gibt's schon mal ein paar DLCs mit dazu. Die kriegt man aber nur als Vorbesteller. Dann gibt's quasi zum ersten Tag, also zum Release-Tag, gibt's eben diese Release-DLC gibt's nochmal. Und ich habe halt immer so als Spieler, wenn ich so ein Spiel kaufe, immer den Beigeschmack, ich habe nicht das komplette Spiel, mir fehlt was. Und ich bin dann zwar jemand, der dann auch sagt, will ich jetzt dafür wirklich Geld für ausgeben, aber es ist immer im Hinterkopf so, ich habe nicht das komplette Spiel. Vielmal ist es auch so, zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel beim aktuellen Dragon Age Titel ist es so, das sind nur so optische Sachen viel. Also DLC, die nur optisch sind, die kosten auch nur 1-2 Euro. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, mir fehlt was im Spiel. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, weiß ich ja nur, wenn ich das DLC gekauft habe. Und dann weiß ich halt, wie es ist. Aber ich kann im Vorfeld ja nicht so direkt jetzt sagen, brauche ich es oder brauche ich es nicht oder wie auch immer. Das ist genauso auch bei Forza, brauche ich die Autos, brauche ich es nicht. Und dann bieten ja, die sind ja nicht blöd, bieten sie eben diese Season Pass an, wo sie dann sagen, ja, wir bringen über einen Zeitraum von meistens einem halben Jahr, bringen wir monatlich irgendwelche DLCs raus. Wenn ihr einen Season Pass jetzt kauft, dann kriegt ihr den umgerechnet, diese DLCs, um 10% billiger. Aber man weiß im Vorfeld nicht, brauche ich die überhaupt? Und das ist immer so eine Sache, wo ich dann auch immer sage, haben wir halt immer so ein schlechtes Gewissen, soll ich es jetzt kaufen, soll ich es nicht? Ich habe oder halt immer dieses Gefühl, mir fehlt vielleicht was. Ja, ich finde, da muss man vielleicht auch differenzieren zwischen, glaube ich, den Story-DLCs und einfach so den Bonus-Content. So bei den Autos, du kannst es ja trotzdem spielen. Es ist halt so, wenn du ein Fable hast, die Autos möchte ich spielen, dann holst du es dir eigentlich eher. Es finde ich, sowas finde ich dann, sagen wir mal, besser, wenn du das Spiel durchspielen kannst und die Story komplett erfassen kannst ohne DLCs. Aber wenn es halt dann so DLC sind, wo du die ganze Story nur verstehst, wenn du halt dann DLC und DLC kaufst, um dann alle Enden oder sowas zu haben. Also das finde ich eher die große Schweinerei als dann irgendwie so extra Bonus-Content. Ja, kann man so oder so sehen. Ja. Es ist natürlich, wenn du das Spiel spielst und dann kommt ein neues DLC-Package raus, eben von Autos jetzt, und du siehst dann das Auto und dann, das brauche ich auf jeden Fall, das hätte ich gern oder so. Das, es fesselt schon, die machen das schon so, dass sie
immer mal wieder ein Auto reinmachen, das jetzt ein richtiger Zier oder so ist. Wollte ich fragen, ist es nicht eher bei dem meistens so, dass ein geiles Auto dabei ist und der Rest ist so... Kann man nicht sagen. Ja. Meistens ist es so, kann man aber nicht sagen. Es gibt, je nachdem, die Geschmäcker sind verschieden. Ja, ich würde auch sagen, man muss sich jetzt auch nicht so unbedingt jetzt auf Forza versteifen. Also ich meine, gut, das ist klar, dass ich das jetzt sage, aber nee, allgemein, man muss es ja auch, finde ich, mal allgemein sehen, die ganzen Spiele, die es gibt, die, ich meine, das ist auch wieder so ein eigenes Thema, die zum Teil verbuggt auf den Markt kommen, aber Hauptsache DLCs noch dazu raushauen und Geld machen. Ich meine, ein gutes Beispiel war zum Beispiel Battlefield 4. Das Battlefield 4 kam raus, was überhaupt nicht lief, aber sie haben Hauptsache ihre ganzen Add-ons, haben sie es ja genannt, aber im Prinzip sind es ja auch DLCs gewesen, haben sie schon im Vorfeld war schon klar, welche rauskommen und wann die rauskommen, aber ihr Hauptspiel lief überhaupt nicht. Und jetzt mittlerweile, wo das letzte rausgekommen ist, soll es mittlerweile einigermaßen laufen. Und da muss ich auch sagen, weißt du, wo es da irgendwo, ja, das ist so, ja, dann schwierig ist dann halt, auch möglich, ne? Dann gehen wir mal gerade aufs nächste Thema, weil wir schon fast tief drin sind, nach über. Das ist noch gute DLC-Politik, schlechte DLC-Politik. Ja, und wir hatten jetzt voll Microsoft mit Forza als Problem und eben Battlefield. Und große Kritik gibt es ja auch immer mit EA. Allen voran so Sachen wie halt SimCity, wo es natürlich zum Release, wo das Online-Modus überhaupt nicht lief, obwohl es online zwar gab, gleich mal 3 Content-DLCs gab, eben mit diese Stadtpakete und sonst irgendwie was, genau. Und ich war so dumm und hab's nicht gekauft. Ich muss sagen, ich war so dumm, ich war wieder genau in dem Fall, wo ich gedacht habe, ich bestell's vor, ich verpasse sonst was und voll cool. Und im Nachhinein dachte ich, scheiße, jetzt habe ich hier unnötig mehr Geld ausgegeben, so ein Scheiß. Ja. Es ist ja auch so, dass du, ich weiß ja nicht genau, ob es stimmt, aber dass Kronk halt irgendwie ja meinte, seit dieses Luftschiff-DLC draußen war, dass einfach seine Stadt nicht mehr lief und er auch deswegen das Let's Play abgebrochen hat, weil einfach nur noch Stau war. Hast du dir, Arnold, schon mal irgendwie so gedacht? Ich glaube, so ein Beispiel von DLCs, die dich unglaublich aufgeregt haben, nee. Schlechte DLC-Politik? Hatte ich noch nicht. Eine gute DLC-Politik, wo ich dachte, geil, dass sie das so machen. Bei Skyrim zum Beispiel. Skyrim, okay. Mit Dawnguard und Dragonborn. Die fand ich geil, haben Spaß gemacht. Und das war jeden Cent wert, weil das einfach wieder eine komplett neue Story. Also war umfangreich. Ja, war's auch gut. Im Prinzip muss man auch wirklich sagen, wir haben ja am Anfang das Add-on angeschnitten, also damals, wie waren die Add-ons? Mhm. Genau so ist es. Es gibt halt immer noch DLCs, die so wie Add-ons sind. Das war eben Dragonborn und Dawnguard. Es gab ja noch das Hearthfire, aber das war auch deutlich billiger und hat trotzdem Spaß gemacht, muss man sagen. Und es gibt halt eben DLCs, die auf einer ganz anderen Schiene sind, was es früher gar nicht gab. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Hast du die anderen Skyrim-DLCs, also es gibt ja auch so kleinere DLCs und sowas, hast du die auch getestet, mal irgendwie geladen, ob wie die so sind? Nein, noch nicht. Okay, also nur die großen? Nur diese großen habe ich ausprobiert. Okay. Die waren auf jeden Fall super. Ja. Was ist mit dir, Fabian? Schon mal erlebt, schlechte DLC-Politik, gute DLC-Politik? Also muss ich ehrlich sagen, weniger von beiden. Ja. Also ich glaube, ich bin heute echt raus. Nein, ich bin wirklich kein DLC-Mensch, muss ich ehrlich sagen. Also ich lade mir eigentlich außer bei Borderlands. Borderlands, klar, durch Punkt die Aufgabe. GTA. Durch die, GTA sind keine DLCs, das sind einfach nur Updates. Das sind Updates, die kosten ja nichts mehr. Ja, gut, aber beim GTA 4 hattest du diese Episodes from Liberty City. Das stimmt, gut, das stimmt, aber das ist schon ewig her. Ah, es baut schon auf dem 4. Es ist ein extra Spiel, du kannst auch unabhängig vom Hauptspiel kaufen. Dann ist es ja kein DLC. Genau. Lost in the Dance. Es ist unabhängig und du kannst es auch nicht runterladen direkt. Braucht man nicht als Hauptspiel? Nee, braucht man nicht. Das ist nur um es zu verstehen, aber das ist ja... Das wusste ich jetzt nicht. Okay, keiner. Und von dem her habe ich wenig Erfahrung damit gemacht. Also mich reizt es eigentlich auch nicht so, dafür ja nochmal Geld auszugeben, um ein bisschen mehr zu spielen. Nur wenn mich ein Spiel wirklich richtig fuchst, sage ich mal. Oder sage, ich will wissen, wie es weitergeht. Ist aber oft nicht der Fall, muss ich sagen. Also ich bin da wählerisch. Du bist ja einer, der den so etwas weniger... Fanny Kruxer nennt man das nicht wählerisch. Nein, Geizkragen, der Alan Harper unter den Spielern. Ja, genau. Ja, wenn man so sehen will, kann man so sehen. Aber nee, also ich bin da... Ja, ich sehe es ein bisschen anders vielleicht. Ja, gut, das stimmt ja. Jeder seine Meinung, ne? Also setzen wir ja gerade gegeneinander. Ich bin so jemand, der sagt, oh, ich habe das Gefühl, ich verpasse was. Ja. Komm, ich leg du noch mal. Du sagst immer, kauf den Season Pass. Komm, der ist ja. Nee, ist echt, also ich habe echt, muss ich ehrlich sagen, immer das Gefühl, mir fehlt was. Also ich habe jetzt auch, ich muss sagen, aktuell ja noch Let's Play, läuft ja The Crew. Habe ich mir eigentlich ursprünglich gar nicht kaufen wollen. Dann habe ich aber ein ganz gutes Angebot bekommen.
Hab ich dann auch. Sag das lieber nicht so. Ich krieg natürlich direkt Angebote von den Spielherstellern. Ich schicke dir so Beat Battle und dann hast du das Ja, es das ist Letzte. So. Es ist so. Ich habe ein gutes Angebot bekommen. Mehr sagt das nicht. Für. Verträge laufen noch. Deutlich billiger wie normal. Auf jeden Fall. Warst du sogar zufrieden? Ja, ist auf jeden Fall so. Da habe ich mir aber auch überlegt, soll ich ein bisschen noch drauflegen und soll mir dann halt diesen Autopass dazu holen, den es da auch wieder gibt. Natürlich, muss ja jedes Spiel jetzt machen. Habe ich mich jetzt aber dagegen entschieden, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich brauche es nicht. Ich glaube, diesmal brauche ich es wirklich nicht und ich habe es auch nicht gemacht. Muss auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel bei Forza, dass wir da auch wieder zurückkommen. Ich habe ja für Forza insgesamt stand jetzt aktuell Forza Horizon 2 mit größter Edition, mit VIP-Mitgliedschaft. Das ist auch nochmal was anderes. Du bist VIP im Spiel, was bringt mir das? Das ist ja auch mal so eine Sache. Ich meine, ich könnte jetzt drauf eingehen, das bringt schon was, aber. Kosten alle Clubs, ne? Ja. Muss nicht anstehen. Ja, nee, eben halt diesen Autopass, wo ich dann eben dieses halbe Jahr alle Autos krieg. Auch in echt? Ja. Ja, natürlich. Cool. Ich real, echt, ne? Alles real. Ich hab schon 20 Garagen gekauft, dass ich alles reinkrieg. So. Ja, nee, und jetzt gab ja noch zusätzlich, das war ja unabhängig von dieser großen Edition dabei, dieses Storm Island DLC, wo ja nochmal neue Welt dazu kam, neue Autos und so weiter. Ja, und habe jetzt insgesamt für dieses eine Spiel 110 Euro liegen lassen. Also ich meine, das ist schon, wenn man sich das so jetzt mal wieder vorstellt, schon viel. Muss man aber auch dazu sagen, da ich ja aber schon Forza 5 schon hatte und eben diesen VIP hatte, bin ich ja billiger davon gekommen, wie wenn ich jetzt alles einzeln gekauft hätte. Hätte ich alles jetzt einzeln gekauft, wären das umgerechnet, glaube ich, schon fast 140 Euro gewesen, weil dieses Storm Island DLC hätte mich das Doppelte gekostet. Das Forza an sich hätte mich 10 Euro mehr gekostet. Also ich habe jetzt Forza Horizon 10 Euro billiger gekriegt, weil ich ja schon Forza 5 hatte. Weil ich VIP bei Forza 5 war. Aber bei Forza 5 habe ich ja auch schon über fast 100 Euro liegen lassen. Also muss man auch wieder dazu sagen. Also ja, es ist so. Du machst die reich. Ich mach's die reich, aber es ist auch eine der Spielereien, die ich auch wirklich, muss ich sagen, wo ich am liebsten spiele und auch viele Stunden verbringe. Und rechne ich die Stunden, die ich in dem Spiel verbringe, wieder entgegen zu anderen Spielen, muss ich sagen, ist es okay. Ja klar, nee, das ist es. Also wie gesagt, und ich fühle mich auch richtig stolz. Ich habe bei der Crew nicht zusätzlich gezahlt zum Spiel und deswegen sage ich, bin ich voll berechtigt, bei Horizon ein bisschen mehr Geld ausgeben zu haben. Wie gut. Ja, also dann, wenn wir das dann irgendwie mal zusammenfassen, es kommt immer drauf an, was man von DLCs halten kann. Es kommt immer sehr auch drauf an, wie die Spieleentwickler ihr Spiel ausschlachten, wie benutzerfreundlich sie eben sind, ob sie eben gute DLCs, die auch ihren Preis wert sind, eben liefern oder ob sie einfach nur ihr Spiel abspacken und dann... Dann fällt jemandem noch was ein. Oder ein Spiel so vom Gefühl her kleiner machen und dann den Spieler so zwingen praktisch mehr Content zu kaufen, damit er sich komplett fühlt. Da möchte noch so ein Seitenhieb reinkommen. Genau, man muss das ja noch erweitern. Es gibt ja noch kostenlose DLCs. Es gibt ja noch Entwickler, die sagen, okay, ja. Wir machen... Man könnte es ja eigentlich jetzt Update nennen, aber... Ein Update ist ja wirklich so, wenn man das Spiel spielen will, dann kommt ein Update raus, das muss man sich ziehen. Ein DLC ist ja immer, muss ja der Anwender, der Spieler in dem Fall, ja selber diesen Download starten und sagen, nee, ich möchte diese Erweiterung haben. Natürlich meistens, wie gesagt, DLC gegen Geld, haben wir ja alles schon diskutiert, aber es gibt auch kostenlose DLCs. Beispiel, jetzt sage ich jetzt einfach auch wieder Forza, ich meine, wir haben ja auch viele Forza-Zuschauer auf dem Kanal, die kennen die Politik. Da gibt es tatsächlich, auch bei Forza Horizon war das so, es gab ein Release-DLC, das war umsonst. Da gab es, glaube ich, 5 oder 6 Wagen oder 7 Wagen, ich weiß gar nicht mehr, die waren umsonst dabei. Haben sie gesagt, hier, die kriegt ihr noch dazu, die sind umsonst. Genauso bei Forza Motorsport 5, was man auch sagen muss, kam ja tatsächlich Nordschleife dazu. Also die große Nordschleife wurde nachträglich reingehauen, konnte man auch runterladen und so weiter. Also das sind auch so Sachen, und es gibt es auch bei anderen Spielen, es gibt auch kostenlose DLCs, muss man auch so sagen. Frage ich mich halt, warum sie das so machen, warum machen sie es nicht einfach als Update? Ja. Und sagen, hier, es ist jetzt neu, ist ein Update, ist mit drin, hat jeder und fertig. Nee, warum machen sie das als kostenloses DLC? Ja, um sich gut zu stellen mit den Spielern natürlich. Um zu sagen, hey, guck mal, wir haben was ganz Neues als DLC und wir geben es euch sogar noch kostenlos. Also, das ist einfach die Marketing dahinter. Ja, dann wahrscheinlich beim nächsten Mal sagen, jetzt habe ich mal ein DLC kostenlos bekommen, dann zahle ich halt mal wieder. Beim nächsten zahlst du halt doppelt aus. Ja, genau. Ja, ist auch das Gefühl ja hier so, dass es mehr wird mit den DLCs, also die, es gibt, die verdienen ja, unglaublich Geld. Das ist so ein blödes Thema, ist so groß. Aber es fällt mir wieder was ein, ich habe jetzt erst letztens auch ein, ich sage jetzt den Titel nicht, ist egal, auch ein Spiel geladen. Und da ist es nicht Forza. Nee, es ist nicht Forza. Nee, und es ist tatsächlich so, das Hauptspiel ist umsonst, also quasi free to play, aber das Hauptspiel hat eigentlich nicht viel drin. Mhm. Das ist ganz wenig drin,
Und alles, was man dafür haben will im Spiel, also ich sag mal so, ist auch ein Rennspiel, um es einfach verdeutlichen, ist ein Hauptspiel, es sind drei Strecken drin und vier Wagen, also vier Fahrzeuge, ist umsonst, kann jeder spielen, finde ich eigentlich einerseits gut, weil man kann das Spiel testen, wie ist es so, kostet dich nichts. Ja, dann wären wir wieder beim Free-to-Play-Prinzip. Ja, dann wären wir wieder so ähnlich beim Free-to-Play-Prinzip, aber es sind tatsächlich auch DLCs. Du kannst dann jedes Fahrzeug oder jede Strecke einzeln dazu kaufen und du sagst, okay, das Fahrzeug will ich oder oh, die Strecke will ich haben. Das ist natürlich auch cool, ja. Oder da gibt's dann auch so auch wieder Pakete, wo es dann heißt, okay, zum Beispiel die GT-Fahrzeuge gibt's ja, GT3-Fahrzeuge, dann gibt's hier ja ein GT3-Paket, dann sind gleich alle GT3-Fahrzeuge in einem Paket mit drin und so weiter. Sowas gibt's jetzt auch, es ist auch immer mehr im Kommen, dass eben ein Hauptspiel gibt, was, also bei solchen Spielen kann man es gut machen, bei jetzt ein Rollenspiel ist ein wenig schlecht, was eben tatsächlich so ein kleines Hauptspiel ist, was eigentlich das Hauptspiel Mini ist und durch die DLCs kann man sich so anpassen, wie man es gerne hätte. Natürlich dann auch gegen Geld, selbstverständlich. Natürlich. So, und jetzt bin ich still vor. Das ist still, ja gut. Also das, der Trend geht wohl eher Richtung Aufteilung des Contents in möglichst kleine Teile, die man dann häppchenweise vielleicht veröffentlicht. Ja, vielleicht sogar, man fixt den Spieler an mit was Kostenlosen, um ihn dann das Geld nachträglich aus der Kasse zu ziehen. Aus der Kasse zu ziehen? Nein, dann aus der Tasche in die Kasse zu ziehen. ja, also aus der Kasse nehme ich das auch zu Hause. Zwei. Eine schwarze und eine normale. Schwarzgeldkasse. ja, wir Spieler sind ja grundsätzlich klamm und freuen uns über jeden kostenlosen Bonus, den wir bekommen. Deswegen spielen wir auch keine Sims. Ja, genau, deswegen spielen wir ganz arg. World of Tanks ist grundsätzlich kostenlos, außer man schummelt sich hoch mit Gold. Wir sind harte, nicht Premium-Kämpfer. Jawohl. Sich zur Zeit auch. Fällt euch doch mal eigentlich schon mal auf, dass World of Tanks und Wargaming immer irgendwie erwähnt werden immer. Muss. Immer. Ich muss echt eine Tasse kaufen. Das ist ja echt gut. Der Fabi muss sich eine neue kaufen, dann kann er sich doch gleich eine World of Tanks Tasse kaufen. Ja, echt. Das ist ja kein Schlecht. Das ist ja echt gut. Also Wargaming, 5-mal Tassen bitte. Große, ja, also wir trinken den Kaffee in dieser Wasserbecher, da wo andere Leute ihre Füße drin waren. Oh je, wir werden doch echt verklagt von dem. Gut, ich glaube, wir haben's. Ja, wir haben so wir haben euch so einen Überblick gegeben über die DLCs und euch unsere Meinungen kundgetan. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr was anders seht oder wenn ihr das genauso seht. Wenn ihr auch schlechte oder gute Beispiele für eine DLC-Politik habt, wo ihr sagt, vielleicht die Entwickler, die sind wirklich fanfreundlich. Die geben für wenig Geld viel Inhalt her oder eben andere, die halt den Spieler ja abzocken. Schreibt es in die Kommentare, es interessiert uns. Wenn ihr auch mal wieder ein Thema habt, das wir diskutieren sollen, dann schreibt es auch bitte einfach in die Kommentare. Und es hat auch jemand jetzt, glaube ich, vorgeschlagen, das DLC-Thema. Ich weiß genau, nicht, das DLC-Thema vorgeschlagen. Wir haben so einen Zettel, da habe ich es, glaube ich, sogar aufgeschrieben, wer das vorgeschlagen hat. Haben wir einen Namen? Ja, wir haben sogar einen Namen. Genau, der Destroycrafter hat das Thema DLC vorgeschlagen. Viele Grüße nochmal an Destroycrafter. Ja, genau, danke für das Thema. Hat uns auch selber interessiert, haben wir jetzt gemacht. Auch nochmal einfach der Hinweis allgemein, wenn ihr da mitdiskutiert, in den Kommentaren eure Meinung mit einbringt, wie ihr das jetzt in den vergangenen zwei Pixelhelden-Talks gemacht haben, und wir jetzt darunter nichts schreiben, wir lesen wirklich alles durch und es interessiert uns wirklich, weil wir lassen einfach diese Kommentare, eure Meinung einfach so stehen, weil ja man muss ja nicht unbedingt jetzt nochmal das drauf aufgreifen, wir haben ja unsere Meinung schon eigentlich gesagt, aber wie gesagt, schreibt da ruhig rein, wir lesen uns auf jeden Fall durch, weil es uns auch interessiert und natürlich bitten wir euch auch vielleicht untereinander, also ihr als Community untereinander vielleicht ein bisschen mit drüber zu diskutieren, könnt ihr auch gerne tun, also soll ja ein bisschen auch mit euch so ein bisschen die Anregung sein und wie eben Simon schon gesagt hat, wenn ihr neue Themen habt, egal, es kann über alles sein, Spiele, über Filme, Serien, über egal was, Arnold, irgendwas, über mich, keine Ahnung, über also, ihn, Fabi ist raus. Nächstes Thema, Arnold. Ja. Also egal, was euch in den Sinn kommt, es ist nichts falsch. Genau. Es sollte Fall. Halt ein Thema sein, wo wir ein bisschen was drüber sagen können. Also ja. Ist nichts, was in zwei Minuten abgehakt ist. Nicht nee. Gutes. Genau. Ja, dann würde ich sagen, da haben wir's. Und dann, ja. Nachher ganz kurzen Ausblende noch die Überraschungszusatzfrage, die auch ein Zuschauer gestellt hat. Genau, wir kommen jetzt gleich noch zu den Zuschauerfragen. Oh, ja. Und da gibt es einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao, ciao. Willkommen zur Bonus-Zusatzfrage als kleiner Nachschlag zu unserem Pixelhelden-Talk. Und zwar, die Zusatzfrage wurde gestellt von Klingenkrieger98. Hallo! Was, und ich frage, der Klingenkrieger, cooler Name. Da gab's doch eine Yu-Gi-Oh-Karte, das muss Fabian wissen. Nein. Aber echt, da gibt's echt einen. Da gibt's einen, ja. Ich kenne doch den Gearfree, den eisernen Krieger. Oh ja, den kennt das. Klingenkrieger. Wir reden nicht über Yu-Gi-Oh-Karten, wir wollen die Frage hören, Freunde. Ich glaube, die konnte die Lebenspunkte direkt angreifen. Das war so eine
Ach, ich will es gar nicht genau wissen. Also, Martin, ich frage dich einfach frei raus. Was? Wir fragen uns alle, oder? Ja, ich will aber zuerst die Antwort von Martin wissen. Ach so, okay. Also, ich frage alle, was haltet ihr von Skateboarden und Skated? Einer von euch. Oh. Also, schlechte Frage. Schlechte Gute Antwort. Es gibt keine schlechte Frage. Ich bin, glaube ich, noch nie... Ah, doch. Ich halt mich da raus. Ich bin einmal in meinem Leben auf dem Skateboard gestanden und da war ich mega schlecht. Gut, dass er nicht sagt, gefahren. Also gesagt, so drauf gestanden und sofort. Ja, nee, ich war sehr, sehr wackelig darauf, dass habe ich es dann lieber gelassen. Und, wenn ihr das mal sehen wollt, wie Martin auf dem Skateboard steht, nein. Einfach in die Kommentare schreiben, wir machen dann ein Video, wie der Martin auf dem Skateboard steht. Keine Chance. Nur steht. Ne? Nur steht. Das Fahren kriegen wir nicht hin. Also, schleudert ihn so rum, er steht trotzdem einfach, sogar. Schreibt zwei. Falls der Kommentar kommen sollte, dann hängt aber am besten noch gleich noch eure Versicherungsadresse dran, weil die schicke ich dann ganz bestimmt an euch. Ich habe mich damit noch nie riesig beschäftigt, muss ich sagen. Doch, ich habe Tony Hawk's Pro Skater 2 gespielt. Oh! Was Underground auch noch? Nein. Ah, nur Tony Hawk's Pro Skater 2. Was Underground? Ich habe 3er gespielt. Das gab's gleich. Ich habe 2er und 3er. Das 2er hat er mir sogar geschenkt. So. Und dann habe ich es gekauft. Ich habe es ziemlich lange gespielt sogar. Aber ich war... Das war immer lustig. Nee, gut, weil ich keine Ahnung vom Skaten hatte oder vom Skaten habe. Es sieht cool aus, wenn man es kann, aber für mich ist es nichts. Fabian, du bist doch der Hauptchoreograf von Tony Hawk. Was ja, natürlich. Ja, das ist schon so lange her. Nee, ich habe eigentlich auch nur Tony Hawk gespielt, sonst habe ich mit... Was? Ja, der Dreier. Zweier. Den Zweier. Ja, den Dreier habe ich mit dir gespielt. Nein, den Zweier habe ich mit dir gespielt. In einer Spielesammlung war der mal dabei und ich habe ihn gezockt auf dem PC. Wie lange? 2 Stunden? Bis jetzt länger. Auf jeden Fall, mit Skaten hier in Real Life an sich habe ich eigentlich auch nicht sehr viel am Hut. Ich stand zwar auch schon mal drauf, bin sogar schon mal gefahren im Gegensatz zu Martin. Und aber, ja, ich habe es nicht wirklich gut hinbekommen. An sich finde ich es cool, also wenn es Leute können. Ich finde es eigentlich ziemlich geil aus und macht sicherlich auch Spaß. Aber wie gesagt, ich kann es nicht. Jetzt bin ich dran. Ja, pass auf. Ich könnte jetzt das Gleiche sagen wie die und ich muss eigentlich auch sagen, als ich das Einzige, was ich jemals geskatet habe, ist tatsächlich auch auf dem PC gewesen, Tony Hawk's Pro Skater 2 und 3. Der 2 hat hier, der Herr mir hier sogar geschenkt, er hat es doppelt gehabt, wahrscheinlich das Heftchen zweimal gehabt oder so, ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Ja, zum Skaten, ich muss sagen, auch wie Martin, ich bin auch mal drauf gestanden, ich konnte nicht mal zum Rollen habe ich es geschafft. Muss ich ehrlich sagen, ich bin so ein Skateboard-Krüppel gewesen. Ich habe aber, muss ich sagen, die immer beneidet. Also ich fand die ganze Szene cool, also das hat mich echt interessiert, muss ich ehrlich sagen. Also wo ich auch jünger war, mit, ich weiß nicht wie alt, so um die Zeit, wo Tony Hawk's Pro Skater 2 und 3 draußen war, müssen wir mal gucken, wann also die kam. 2, 3. Das war, das war, was ich, 2000, dabei, das kam, ach, 2003, 2004, was, sowas. Nee. Ich würde es jetzt irgendwie. Ich schau mal kurz nach, so lange du redest. Auf 2001 schätzen. Ja, sogar. Ich hab's gesagt. Auf jeden Fall deutlich jünger noch. Also, so Info, wir sind jetzt alle über 20, deutlich. Also, nette Frage auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann's nicht. Hätt's gern gekonnt damals, muss ich sagen. Ich bin auch damals mit Inline Skates. Bin ich tatsächlich auch mal, habe ich mich versucht, auch mal so ein bisschen in die Halfpipe und so zu wagen. Allerdings muss ich sagen, auch da bin ich dann doch lieber auf der Ebene geblieben. Aber da bin ich mindestens nicht nur gestanden, da bin ich sogar gefahren. Das habe ich mindestens noch hingekriegt. Ja, was? 2000 kam Tony Hawk Pro Skater 2. Boom! Und er hat es richtig gehabt. Ja, okay. Also sogar mit 10, muss man vorstellen. Ich war am nächsten dran. Also ich habe 2000 gemacht. Da war man 10 Jahre alt. Also Also um die Frage für mich persönlich zu beantworten, ich finde Skaten cool, aber Skaten selber tue ich nicht. Also ich habe sogar noch mein Skateboard. Das ist so, das ist grün von unten und das ist ein Schwein drauf. Skateboard zählt nicht. Moment, lass uns das. Das Motiv ist irgendwie geil. Das ist so grün und dann ist so ein rosa Fleck und da ist so ein Schwein drin und das hat so einen Stecker in der Nase. So ein Steckdosenstecker. Ja, aber weil die Nasen vom Schwein... Ganz genau. Yeah. Und ich kann immer sagen, meine Stellung ist goofy und den Olli, den konnte ich super. Aber das ist Stellung ist goofy. Das ist schon ewig. Die Begriffe sagen wir sogar was, aber nur wegen dem Spiel. Ja, und ja, Tony Hawk habe ich auch ziemlich viel gespielt, auch aus Underground fand ich den ersten, fand ich super geil. Also wo man sich so hocharbeiten muss, von so einem Straßenskater in die Szene da hoch. Hab ich auch der gespielt. Zweier war unglaublich trashig, aber auch irgendwie lustig. Aber jetzt, ja... Nicht mehr. Wenig Zeit. Die Coolness ist weg von Skateboardfahren. Ja. So.
Arnold. Ach so, ja, ich muss jetzt so eine Steigerung. Ich muss ja noch. Du musst jetzt uns deinen Halb-Profi-Vertrag präsentieren. Ja, einer muss ja können. Gut, ich bin auch auf dem Skateboard gestanden, bin auch damit gefahren. Also ich konnte ein bisschen damit fahren, aber ich habe es nie geschafft, irgendwie einen Olli hinzukriegen und deswegen habe ich es auch nie weitergemacht. Nicht mal einen Kickflip. Ne? Ja, wenn ich nicht mal einen Olli hinkriege, und Backflip hinkriege. Und kein Backflip. Ein Kickflip 360 konnte ich. Ich hatte nicht mal so, boah, wie gesagt, wir haben ein Skateboard. Ja, das ist krass. Doch, ich hatte ein Aber ich fand's immer cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen. 2 oder 3 sogar. Also ich hatte sogar ein Fahrrad. Nein. Mit BMX oder was? Mit 4 Rollen? Stützrädchen oder wie? Mit Seitenwagen. Ja, ich kannte viele Typen, die halt Skateboard gefahren sind und die konnten es auch irgendwo gut. Also und ich habe sie als Hindernis genutzt, über dich. Ja, genau. War nicht so schwierig. Ich habe sie immer beneidet. War nicht so. Das ist immer cool. Das ist so klein geblieben. Bleib jetzt klein. Schon tut's weh. Also nochmal eine Klingenkrieger. Es war geil, die Klingenkrieger 98. Jedes Mal, wenn dann 2 Zentimeter größer wurden, da haben sie ihn gerade abrasiert. Ja. Nee. Irgendwann haben sie noch so eine Stange benutzt, um zu grinden. Da habe ich mich eingefettet und dann los. Vielen Dank nochmal an den Klingenkrieger 98 für die Frage. Danke. Cool. Wenn ihr Fragen habt, die wir in der Sendung beantworten sollen, dann schreibt einfach davor Hashtag PXHTalk, Freiheit für alle oder so. Was? Das letzte Laster weg, schreibt Hashtag PXHTalk. Dann wissen wir, dass wir das so diskutieren sollen und nicht einfach einen Kommentar drunter schreiben. Wenn ihr mal mehrere Fragen habt, dann beantworten wir die natürlich nicht in dieser Ausführlichkeit, sondern ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper. Genau. Wir haben jetzt halt noch eine Frage und danke dafür für den Mut, für die erste Frage. Vielen Dank. Ja. Dann danke euch fürs Zusehen. Hoffen, ihr schaut dann im nächsten Jahr bei PXHTalk Nummer 4 mal dabei, mit oder ohne Fabian. Das hängt ganz davon ab, wie viel Daumen nach oben wir wie bekommen. Wie ihr jetzt votet, ja. Oder ja, aber wenn ihr das jetzt sagt, und wir wissen ja, dass der Fabian eigentlich der totale Sympathisant ist, dann kriegen wir ja ewig viele Dislikes. Das ist ja eigentlich nicht so schlau, ne? Dann sehen wir, dass der Fabian sehr viele Freunde hat. Wir machen das schlauer. Wir selber schreiben einen Kommentar Fabi raus, und wenn dieses Kommentar viele Likes bekommt, dann können wir nochmal drüber reden. So. Ja, macht's ruhig. Ja, macht's ruhig. Ich würd sagen, wir werfen ihn so raus, ob wir Dislikes kriegen oder nicht. Also, ihr werdet sehen, wo ihr das führt. Ist doch egal, Verträge, die zählen ja nicht. Also aber wir sind hier im Internet, da kann man das ganz schnell einfach wieder wegmachen. Wenn man keine Lust mehr hat, dann hört man einfach auf. Ja, Freiheit für alle. Normalerweise. Was? Jetzt müssen wir aber aufhören. Wir sagen jetzt alle, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht.